Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wie lang die Playlist ist. Wahrscheinlich gerade mal 3 oder 4 Stunden. Ah, nee, jetzt lass mich doch in Ruhe hier. So, da liegt noch mehr Munition. Die wird ja gesteckt. Schön. Oh, hier. Kann ich nicht irgendwas gegen diese Scheißviecher tun? Wow. Die ist von der anderen Seite blockiert. Schön. Kann ich mir das Bild angucken? Nein. Kann ich die Dinger kaputt schießen? Da ist mir die Munition zu schade für. Ehrlich gesagt, ich muss bestimmt erstmal das Nest irgendwie ausräuchern. Was hat der da hinten, solange die Zeit zu ist? Auf jeden Fall hat er sich bewegt, er hat irgendwas in der Hand. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht 003. Auf dem Türschild steht ja nichts, wie ich das sehe. Da ist ein Stern, aber da drüber steht eine 003. Ja, da ist ein Code, den ich irgendwie eingeben muss. Und jetzt gucke ich mir mal an, was der da. Erschrecken kann er mich nicht, selbst wenn er jetzt aufsteht. Eine Leiche mit einem schmerzverzerrtem Gesicht. Sie hält etwas fest. Insektenspray. Sag ich doch. Kann ich das gleich von hier machen? Oder mache ich das hinten von diesem Loch? Ich glaube, hier lassen sie mich nicht hin. Es ist zu gefährlich, weiterzugehen. Genau, ich versuche das jetzt außen rum zu latschen. Und dann habe ich hoffentlich meine Ruhe hier endlich. Und raus hier. Ja, ich hoffe, ich mache das richtig jetzt. Ah, viele Alternativen dazu gibt es auch gar nicht. So, ran hier und. Bitte, ob ich wirklich richtig stehe, sehe ich, wenn der Bildschirm hier weggeht. Ja, wunderbar. Schön, herrlich, das gefällt mir. Das sind die letzten Überbleibsel. Ja, die werden wohl weiterhin hier im Raum rumschwirren. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich hoffe, ich habe jetzt Ruhe hier drin. Die hätten ruhig mitverrecken können, die Drecksviecher. Hier habe ich jetzt Ruhe. Das ist schön. Das ist schön. So, da versuche ich erst noch gar nicht, denn ich hätte noch keinerlei Informationen darüber, was ich da machen könnte. Ich bin noch okay. Ich lasse das einfach mal hier liegen und nehme einfach diesen Residenzschlüssel mit. Und gucke mir an, ob das eventuell der 003 ist. Nicht kombinieren, untersuchen. Jawohl, mussten wir nicht lange suchen und noch nicht lange rätseln. Das heißt, ach, das ist rotes Herb. Guck mal, der sieht das so aus, als würde er jetzt aufstehen. Oder auch nicht. So, großer Raum, kleiner Raum. Ja, ein Raum im. Ach, das ist wieder so ein Apartment links. Logisch, 003. Ja, ich möchte den Schlüssel ablegen. Und ich glaube, ich darf jetzt endlich mal wieder ballern. Ich glaube, ich habe heute tatsächlich noch gar nicht geballert. Einige Tapetenrollen. Nee, ich wollte. Oh, Farbband, schön. Farbband nehme ich mit. Und da sind auch ganz viele Bücher. Und ich habe da gerade so eine Vermutung. Ich habe leider mein Buch nicht dabei. Ja, das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen? Ja. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeit in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben: V-Jolt. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden deren völligen Absterben führen.
VJOL lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßen Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Ach du Scheiße. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. UMB Nummer 3 ist rot. Das brauche ich jetzt nicht vorzulesen. Danke. Tschüss. Ende. So. Hier ist sogar eine Schreibmaschine drin. Das heißt, rein theoretisch dürfte hier drin doch ja nichts passieren. An der Wand befindet sich eine riesige Pflanze. Sie ist von einem Schwarm wütender Motten umgeben. Genau, das ist also die Pflanze, die sie meinen. Dichte Bäume versperren die Sicht. Gut, ich würde sagen, soll ich hier speichern oder mache ich das später? Ach, ich mache das jetzt, Arschlecken. Genau, das machen wir aber so. Das ist, eigentlich haben wir ja nichts gemacht, ne? Eigentlich haben wir ja nichts gemacht. Aber ich bin ja so schön verschwenderisch. So, aus dem Grund, weil ich nicht weiß, was mich hier drin erwartet, wenn die Pflanze, ob ich überhaupt da reinkomme. Und ob ich lebend wieder rauskomme. Denn hier muss ja jetzt irgendwie die Pflanze versteckt sein, oder ich weiß es nicht. Sieht schon voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen. Da ist etwas in der Badewanne. Ein Schwert. Ein Dolch. Ist das hier wieder ein Abwehrdolch? Ja, okay. Also, nichts Wichtiges. Die Wurzeln einer Art Riesenpflanze ragen aus der Wand. Gucken wir mal in die Toilette rein. Ich glaube, da wollen wir nicht reingucken. Der Hahn am Waschbecken funktioniert anscheinend nicht. Gut. Dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf das kleine Büchlein und hoffen, dass wir dann Antworten finden. Opa, müssen wir hier lang? Schade, dass hier keine Kiste ist, wenn da schon eine Schreibmaschine steht. Naja, so weit ist der Weg ja jetzt auch wieder nicht. Aber ich kann mein Inventar mal eben schnell voll machen. Hier ist eine rote Pflanze. Die nehme ich mit. Kann ich mir das Bild jetzt endlich angucken? Nee, das wollen sie nicht, dass wir das sehen. Das ist auch unwichtig. Aber ich könnte jetzt hier mal kurz gucken. Laborgeräte, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Könnte hier ein Experiment durchgeführt worden sein? Möglich. Möglich. So. Gucken wir mal hier. Vielleicht gibt es ja auch etwas. Anscheinend nicht, aber da vorne in der Glasvitrine. Upsa, zu schnell. Eine Sammlung diverser alter Reagenzgläser und Gefäße. Okay. Dann gehen wir noch hier hin und dann haben wir das auch schon wieder durch. Alte Urkunden stehen auf dem Regal. Die meisten stammen von der Stadt oder der Armee. Gut. Erstmal nichts. Damit kann ich leben. Vielleicht hier dieses Spinnrad oder was das sein soll. Ja, bezweifle ich. Was sollte das hier zu suchen haben? Ja. Ah, die Viecher sind endlich weg. Endlich tot. Oh, für immer. Hoffentlich. Hoffentlich. Ah, ist das schon viel geiler so. Ach ja, jetzt ergibt das auch Sinn mit der Pflanze. Denn hier ragen ja auch ständig die Wurzeln raus, wenn ich über dieses Loch gehen da würde. So. Also, jetzt... Ach, ich habe das andere vergessen. Scheiße. Naja, macht nichts. So, einmal so. Die Equipment lasse ich hier. Und dann nehme ich mit mein rotes Buch.
Da. Jetzt ist noch gar nichts Spannendes passiert, oder? Das ist mysteriös. Ich habe noch nicht einen Schuss verschossen. Und nachher werde ich sterben. Weil ich so optimistisch bin. Alles gut. Ja. Sehen wir ja dann. Die Ruhe vor dem Sturm eher. Ja. Doch. Also die Wespen oder ja, die scheinen viel Ressourcen gefressen zu haben, denn das Slow-Mo ist ja jetzt weg. Dasselbe hatten wir ja schon bei den Raben, also diese alles, was so rumfliegt, anscheinend mag das Spiel überhaupt nicht. So, was wird jetzt passieren? Ich bin gespannt wie Flitzebogen. Einbände der Bücher scheinen eine Art Muster zu bilden. Die beiden Bücher vertauschen. Das ist der Fuß, der müsste logischerweise ganz links. So, eigentlich sieht das ja schon fast richtig aus. Und zwar... Genau, eigentlich brauche ich dann nur noch... Das so. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fertig. Das war jetzt nicht allzu schwer. Ich bin auch der Überzeugung, dass das auch verdammt richtig ist. Ja. Okay. Habe ich eigentlich in den Schrank geguckt? Mal so nebenbei? Nee, geht gar nicht. Okay. Großer Raum, kleiner Raum. Ach nö, mit Treppen und so. Da kann viel passieren. Oh, nein, nein. Und ich habe keine Chemikalien und nichts. Muss ich irgendwas drücken hier? Ich habe keine Heilung dabei. Flüchten, Chris. Flüchten. Egal wohin. Die Tür, ja. Kann ich jetzt nicht lesen, ich will mich auch nicht allzu lange damit aufhalten. Ach du Scheiße. Ich versuche jetzt gar nicht drauf zu schießen, denn ich brauche ja diese Chemikalie. Was ist das hier? Ja, jetzt stehe ich gerade echt auf dem Schlauch. Also da schien es gerade nicht sonderlich irgendwo anders hinzugehen. Ach so. Ja, jetzt gucken wir uns mal schnell das hier an, da wo ich eben noch keine Zeit für hatte. Oder gedacht habe. So, der Verriegelungsmechanismus für die Tür verwenden. Ach. Jetzt weiß ich allerdings nicht in welcher Reihenfolge, aber... Das macht ja nichts. Upsa. Denn ich brauche einmal ein komplett Wie das denn jetzt? Hä? Moment. Ah, nee, alles richtig. So, das hier. Grün ist die 6. Hä? Ist das jetzt richtig so? Rot ist die 3. Orange ist die 5.
Das ist auch schon das Rätsels Lösung. Gut, dass ich mir das letzte Mal aufgeschrieben habe und auch noch tatsächlich hier liegen hatte. So lange Zeit. Damit haben wir jetzt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auf Anhieb, ja doch, ich habe da den Zettel hier liegen.